Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Bordmitteln Videos bearbeiten können. Ich sage extra nicht zuschneiden, denn das stimmt nicht ganz. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Wir starten hier mit dem Windows Explorer. Ich habe nämlich mein Nattel angeschlossen. Ich habe ein Lenovo, klar wie immer, der Speicher voll, Doppelklick darauf. Hier bei Dezim sind meine Filme drin, unter Kamera. Und ich habe hier extra die Listenansicht gewählt, denn hier, das sind meine letzten Filme, die ich aufgezeichnet habe. Ich markiere diese und ich kopiere diese zu mir. Leider habe ich hier keine Vorschau. Ich sage kopieren. Und ich habe hier bereits einen Ordner erstellt, Luna. Hier sollen die Filme wieder eingefügt werden. Also hier Rechtsklick, einfügen, das dauert einen Moment. Da sind die Filme und ich sehe als erstes, ein paar stehen Kopf. Dieser hier ist gut. Ich brauche den ersten und den letzten Film oder die letzte Sequenz. Wie kann ich das drehen? Mit Bordmitteln kaum zu machen. Aber ein kleiner Trick, gehen Sie ins Internet, dann drehen wir diesen Film. Gehen Sie im Internet zu rotatemyvideo.net ohne www und packen Sie Ihr Video hoch. Also Pick Video. Ich nehme hier das Luna Video. Öffnen. Da ist das Video. Und ich sage rotieren, hier klick darauf, wunderbar, und wieder herunterladen, hier unten, jawohl, download. Ich sage wohin, speichern unter. Das soll wieder zu Luna kommen, hier hinein. Natürlich ersetzen. Und jetzt sollte das wirklich gedreht sein. Da habe ich es. Warum habe ich das hier gemacht? Weil das Programm, das wir nachher verwenden, das gar nicht kann. Ich gehe nun hier zur Lupe und suche das Fotoprogramm. Foto. Fotos. Ich gehe zu Videoprojekte und erstelle ein neues Projekt, neues Video. Benenne das Projekt Luna. Okay. Und füge zuerst jene Sequenzen hier in diesen Bereich, die ich nachher verwenden will. Hinzufügen. Von diesem PC. Ich nehme das hier. Ich drücke die Ctrl-Taste und lasse sie gedrückt. Und diese Sequenz öffnen. Es wird nicht wirklich geöffnet, sondern hier dazugefügt. Jetzt sind beide hier mit einem Haken versehen. Ich packe das erste Video, stelle das hier hinein, nehme das nächste Video, stelle das hier hinein oder ich ändere jetzt eben noch die Reihenfolge. Ich hätte es gerne lieber so. Da habe ich die Vorschau der ersten Sequenz und ich sehe, ja, da muss am Anfang etwas weggeschnitten werden. Ich bin immer noch hier drauf, sage zuschneiden, es öffnet ein zusätzliches Fenster und leider kann ich hier diese Sequenz nur am Anfang und am Ende trimmen, aber leider nicht etwas in der Mitte herausschneiden. Also ich packe hier diese Abspielnadel, fahre so weit, bis der Film brauchbar ist, irgendwie hier, und die Endnadel stelle ich auch zurück, bis der Film noch gut ist. Also diese mittlere Sequenz kann ich gebrauchen. Ich gehe mal mit der Abspielnadel diese Sequenz durch und ich sehe, da greift noch eine Hand vor die Linse. Das ist genau das, was ich leider nicht herausschneiden kann. Aber trimmen am Anfang und am Ende geht. Fertig. Das war die erste Sequenz. Ich gehe hier zu Luna und schneide auch diese Sequenz zu. Also hier der Anfang, der muss hier, ja, immer noch unscharf, irgendwo hier geht es, hier wird es langsam scharf. Und das Ende
Ist auch komisch. Ja, bis etwa hierhin. Ist also eine sehr kurze Sequenz. Fertig. Ich habe nun zwei Sequenzen. Hier gibt es noch Filter und Texte, die man einfügen kann. Titel, 3D-Effekte und Hintergrundmusik. Das können Sie selber durchschnüffeln. Aber ich will ja jetzt den Film produzieren. Hier oben geht es zu Exportieren oder Freigeben. Ich nehme hier die beste Version, das hier unten. Der Film wird gerendert oder produziert. Und hier ist der ganze Film nun gespeichert. Das war's.